Perfekt. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mir an der Stelle mal ganz kurz auf knackig einen OnlyFans-Account machen. Yo, was geht? Willkommen zu einer wunderbaren Runde von Wenn ich du wäre. Mit dabei ist heute... Dein Name? Wenn ich du wäre, tu mal so, als wenn du eine Taube wärst. Geht jetzt schon los, oder was? Ja. Gut. Bis wir in der Runde sind. Aber machen nicht so viele Geräusche. Du musst mal ein bisschen Essen aufpicken von deinem Schreibtisch. Da liegt ja noch Essen. Das habe ich gestern noch gesehen. Da liegt eine Pizza und da liegt noch Senf und... schön. Ja, wir sind jetzt ja eh noch in der Wartelobby, ne? Halt's Maul, das war's. Du hast gesagt, in der Lobby. Wartelobby, okay. Lobby, das ist das Gleiche. Okay. Es gibt keine andere Lobby als die Wartelobby. Was lügst du eigentlich? Hallo, Lukas. Schön, dass wir heute wieder eine Runde Wenn ich du wäre spielen. Lang ist es her, mega. Alter. Lukas, wenn ich du wäre, hast du einen Zweitkanal? Nein, warum? Oh. Ja doch, aber warum callst du nicht, wo wir hingehen? Wie groß ist dein Zweitkanal? Wie viele Abonnenten hat der? Über 100.000, warum? Lädst du da regelmäßig hoch? Ja, ich fange jetzt wieder an halt, ne? Okay. Lukas, wenn ich du wäre, möchte ich, dass du ein 2-minütiges Entschuldigungsvideo auf deinem Zweitkanal hochlädst und sagst, dass du ein richtig schlechter Freund gewesen bist. Mit Schwarz-Weiß und Musik und dich bei mir entschuldigst. Ja, es macht schon, es ist schon wieder so lost. Nee, du machst jetzt einfach mal ein Video und entschuldigst dich, dass du ein schlechter Freund bist. Ich will das mal merken, dass du da auch das ernst nimmst. Wir landen hier beim Roten Haus. Also wenn einer so ein Video machen muss, dann du, Junge. Nee, ich bin guter Freund. Ich beleidige dich nicht immer. Oh nein, Digga, ich hab's nicht geschafft. Gut, Revi, dann bin ich jetzt wieder dran, ne? Ja, ist richtig. Gut, wenn ich du will, würde ich meinen nächsten Stream starten. Warten, bis echt schon ein paar tausend Zuschauer da sind, einfach die ganze Zeit nicht reden. 5 Minuten lang am Anfang einfach nur in die Kamera gucken und nicht reden. Aber auch nicht weggehen oder so. Du darfst einfach nur nicht reden. 5 Minuten? Ja, 5 Minuten. Hier liegt einfach einer am Boden? Nee, klar, mach ich gerne. Boah, Bro, what the f***? Was hat er denn für eine Waffe? Kriegst du beide down? Nee, ne? Nein! Lukas, da du ja tatsächlich 200 Euro für mich hast ausgegeben, ne? Hab ich nicht. Doch, du hast... Ich hab 110 oder so ausgegeben, wie kommst du auf 200? Also, Lukas, da kann man natürlich jetzt sagen, wenn ich du wäre, ne, an der Stelle so. Da muss man jetzt auch mal sagen, ich würde gerne irgendwie dafür irgendwas zurückhaben, weißt du, was ich meine? Mhm. Deshalb, Lukas, wenn ich du wäre, würde ich gerne, dass du mir für 110 Euro, das ist ja quasi der Gegenwert, den du ausgegeben hast, sag ich mal, ne, tatsächlich Unterhosen auf Amazon kaufst. Ich brauche neue Unterwäsche. Ich hätte gern Calvin Klein. Jetzt kaufe ich den für 110 Euro Unterhosen. Ja, die kosten, glaube ich, 30 Euro pro Paket. Die sind nicht ganz günstig, aber... Kann ich dir nicht in vorne meine Waffen droppen oder so? Nee, du kaufst mir für 110 Euro Unterhosen, bitte. Ja, ist okay, kriegst du. Alter. Oha. Ja, Digga, ohne Shotgun, was soll ich da machen, Digga? Ja, okay, dann, wenn ich du wäre. Jeder, das nicht weiß, Leute, wir waren gestern auf einem Event gegen Sturmwaffel und dann wir gewonnen haben. Und, what the f***, Digga? What the f***? Neue Runde. Raus. Auf jeden Fall waren wir. Raus, neue Runde. Ich lebe noch! Boah, Lukas, wenn ich du wäre... Raus, ja, neue Runde. Ich kann 2 Aufgaben geben. Gut. Hä? Also, wenn ich du wäre, Revi, ruf Sturmwaffel an und sag so nochmal, ja, wäre schon echt verdammt peinlich gewesen, gegen so einen Hobbykoch hier zu verlieren und so im Gaming-Battle und so. Einfach nochmal so ein bisschen sticheln, weil ich glaube, den hat es gestern schon ein bisschen berührt. Meinst du echt? Ja, da kann man nochmal ein bisschen Salz in die Wunde streuen. Aber, super unangenehm. Ja, super unangenehm. Deswegen machen wir das Format hier, mein Lieber. Yes. Hallo? Hallo? Freddy, was geht? Hi, was geht's? Ich wollte nochmal kurz über gestern quatschen. Ich fand's eigentlich mega nice tatsächlich. Und die Idee, dass wir da jetzt quasi nochmal ein Rematch haben, finde ich persönlich ganz geil. Und jetzt ekelhaft werden. Dito, ja. Muss aber dann natürlich an der Stelle sagen, es hätte mich unheimlich getriggert, wenn ich dagegen dich verloren hätte, so als Hobbykoch-mäßig, weißt du? Ich wäre so sauer gewesen. Ich bin wirklich richtig froh, dass wir da so performt haben. Also wir waren da halt einfach besser, glaube ich, ne? Ja. Sag nicht, glaube ich, schon viel besser. Fandst du nicht? Doch, fand ich. Ich hab gut performt, Tobi war super, Mo war super, Weiß war da. Ja, stimmt. Nee, also ganz ehrlich, findest du, wir haben verdient gewonnen, oder? Da kann man aber auch nochmal sagen, es ist ja eigentlich auch cool, dass ich da den Prize Pool nochmal geteilt habe, oder? Das wäre auch cool gewesen. 100%. Mit so einer Lusche wie dir. Mit so einem Loser wie dir, ne? 100%. Kompletter Lappen, Hobbykopf, der nicht bekommen kann, ja. Okay. Ja, dann freue ich mich aufs Rematch, Freddy. Ja, ja. Also dann, wir hören uns. Auf keinen Fall. Nee? Warum nicht? Nee. Bist du jetzt angepisst? Sag am Ende ein kochendes Ciao. Okay. Ja gut, dann ein kochendes Auf Wiedersehen, ne? Tschüss. Ja. Digga, ich glaube, der hat sich gecheckt. Natürlich hat er es gecheckt. Das ist doch nicht dumm, Digga. Boah, Lachkick, Alter. Ja, Bro, aber ich bin doch so ein was einfach so jemand anrufen würde. Kuss geht raus an Sturmwaffel. Okay, komm, dann gib mir mal die nächste Aufgabe. Lukas. Ja, meine Facecam läuft wieder. Moin. Okay, Lukas. Ja. Wenn ich du wäre, bald ist ja Halloween, ne?
Ja. Hast du einen Merch-Partner? Nee, ich mach kein Merch aktuell. Hast du irgendwie einen Manager oder sowas, den du anrufen könntest, der das immer so mit dir übernommen hat? Ich könnte meinen Manager anrufen, ja, warum? Okay. Wenn ich du wäre, Lukas, würde ich mal deinen Manager anrufen und sagen, dass er jetzt bald Halloween ist und dass du gerne Masken von deinem Gesicht machen würdest, die wahrscheinlich an Halloween super gut funktionieren würden. Kleiner Joke. So, du kannst ja so sagen, so als Joke, weil die Leute das bestimmt feiern, so, weißt du? Denn dafür soll ich jetzt meinen Manager anrufen. Ja. Hi, Jakob. Ganz, ganz kurze Frage, ist gerade ein bisschen spontan. Denkst du, man würde zu Halloween noch eine Merch-Aktion hinbekommen? Nee, das ist zu knapp leider. Zu knapp, ich hatte überlegt, mir Masken zu machen, also quasi von meinem Gesicht. Quasi mein Gesicht so als Maske, was man überziehen kann, um an Halloween Leute zu erschrecken. Das ist lustig. Sag so mit Papier oder so, ganz schnell. Aus Papier oder sowas. Das ist auf jeden Fall eine coole Idee. Ist das... Ich würde sowas, wenn es schnell gehen soll, vielleicht eher digital umsetzen, dass man Filter irgendwie macht für irgendeine Plattform und dann... Würdest du denn sagen, mein Gesicht ist gruselig genug? Boah. Das wäre vielleicht echt eine Option. Denkst du denn, mein Gesicht ist gruselig genug für sowas? Du kannst es ja vorher noch bearbeiten lassen, du kannst ja so sagen... Nee, ich will ja, wenn mein Original ist, also so wie ich halt bin. Sag mal, ich fände es auch chillig, wenn wir noch einen direkt von deinem Gesicht machen. Das kann ich nicht machen. Doch, das kannst du machen. Doch. Denkst du, man könnte dann noch eine Version auch eins von deinem Gesicht machen? Meinem Gesicht. Ja, jetzt. Ja, so als Joke, weil das so gruselig ist. Auch als Joke, weil das ist ja auch sehr gruselig. Du kannst gern das Gesicht von meiner Mutter nehmen, die Und jetzt kannst du liebe Grüße von mir bestellen auflegen. Okay, liebe Grüße von Revi, das gerade immer nicht du wäre Aufgabe. Okay, dann liebe Grüße von Revi und ich ruf gleich nochmal an. Jakob, absoluter Ehrenmanager, Leute, auf Real Talk. Okay, Revi. Ja. Wenn ich du wäre, würde ich, du kennst ja so diese russische Techno-Musik, ne? Hardbass. Ich zeig dir mal ganz kurz. Ja, das heißt Hardbass, ich weiß, was du meinst. Ja, ich kenn das. Ja, das ist Hardbass. Ja. Genau sowas, Digga. Damit gehst du bitte mit deinem Hund spazieren, lässt die Musik ganz laut mit einer Boombox oder sowas, so eine Bluetooth-Box. Ja. Lässt du das einfach laut laufen und läufst einfach durch den Park. Pass auf, Lukas, eine Sache ist mir da noch durch den Kopf gegangen. Du hast ja immer finanzielle Schwierigkeiten, ne? Ich habe noch nicht finanzielle Schwierigkeiten. So, du hast ja finanzielle Schwierigkeiten immer. Ich habe finanzielle Schwierigkeiten, ja. Lukas, um deine finanziellen Schwierigkeiten etwas zu entfliehen, wäre es doch ganz cool, wenn du dir was dazu verdienen könntest, oder? Und was ist momentan eine sehr angesagte Plattform? TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Nee, ja, was gibt's noch? Ich meine was anderes. Keine Ahnung. Es gibt so eine Plattform, die ist nur für Fans gedacht, weißt du? Das ist wirklich nur für eingefleischte Fans. Bro, wo bist du denn? Hallo? Perfekt. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mir an der Stelle mal ganz kurz auf knackig einen OnlyFans-Account machen. Du machst dir einen OnlyFans-Account, postest da ein Bild. Das Bild werden wir zusammen auswählen. Ich würde sagen, es ist ein Bild, wo du deine Nippel bedeckst. Hallo, und OnlyFans? Dann Digga, das ist... Es ist nicht nur... Es ist auch schöne Bilder. Lukas, wenn ich du wäre, machst du einen OnlyFans-Account. Der Link ist in der Beschreibung, meine Freunde. Ihr könnt euch dieses eine Bild dafür gerne kaufen. Lukas hat finanzielle Nöte. Und ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Video. Das war's von diesem wunderschönen Video. Ja? Ich muss keine Nudes oder so machen, ne? Nee, ich mach aber normales du machst... Foto, einfach nochmal Instagram. Nee, wir machen ein Bild oben ohne, wo du dir die Nippel zuhältst. Das wird schön. Leute, das Bild könnt ihr jetzt unten im Link in der Beschreibung kaufen. Ein OnlyFans-Account von der Vive. Darauf habe ich Bock. Ich würde sagen, das war's an der Stelle von diesem wunderschönen Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.